Blaue Schrift auf weißem Grund, umrahmt von bunten Luftballons. Feierlicher Empfang, zu 6 Jahre Stadtteilzentren inklusiv. Am 6. März 2024 im Theatersaal der Uferfabrik, Internationales Kulturzentrum. Stadtteilzentren inklusiv 2018 bis 2024 ist ein Projekt vom Verband für sozialkulturelle Arbeit e.V., Landesverband Berlin. Ein Blick auf den Eingang des Theatersaals der Uferfabrik. Gäste bei der Anmeldung. Im Foyer des Theatersaals hängt die Fotoausstellung Gefühlsbilder der blinden Künstlerin Silja Korn. BesucherInnen gehen in den Saal. Auf der Bühne der Moderator Patrick Marx mit kurzem braunem Haar. Er gebärdet: So viele Leute hier. Hallo, herzlich willkommen. Neben Patrick die Moderatorin Stefanie Wiens mit knapp kinnlangem dunklen Haar und Brille. Das Theater der Erfahrungen zeigt Ausschnitte aus dem Stück Tütenschicksal. Die Darstellerinnen präsentieren Kleider und Hüte aus Tüten und Beuteln. Gökçen Demirali, Geschäftsführerin des Verbands für sozialkulturelle Arbeit, Landesverband Berlin, am Redepult. Sie hat kinnlanges braunes Haar und trägt eine Brille. Neben ihr eine Gebärdensprachdolmetscherin. Vorheben möchte ich aber auch an dieser Stelle auch das Engagement der Mitarbeitenden in den Häusern. Dabei arbeiten wir ganz eng mit unseren Experten und Experten in eigener Sache und unserem langjährigen Partner der GTEC zusammen. Ohne euch hätten wir diesen erfolgreichen Abschluss nicht geschafft. Herzlichen Dank dafür. Maria Oswald, Projektmitarbeiterin Stadtteilzentrum inklusiv. Sie trägt ihr dunkelblondes Haar zum hohen Knoten. Da hat sich einiges getan. So schaffen wir einen besseren Zugang zu den Angeboten und Orientierung im Kiez und zu den Häusern. Für ein ExpertInnen-Interview kommen die ProjektmitarbeiterInnen der GTEC auf die Bühne. Marian Holland, braunes Haar und Brille. Paraskevas Ethimio, dunkles Haar und grauer Bart. Sowie Silja Korn, kurzes rotbraunes Haar und Sonnenbrille. Paraskevas Ethimio nutzt einen Rollstuhl. Marian Holland. Schöneberg da mit dem Text, was ja auch so ein inklusives Projekt war, mit den vielen Kursen, wo Mensch mit und ohne Beeinträchtigung zusammen immer verschiedene Sachen gemacht haben. Mir ist das Nachbarschaftshaus in Pankow in Erinnerung geblieben. Eine Sprachausgabe. Die gehen echt voran in Sachen Inklusion. Von Paraskevas Ethimios Talker. Silja Korn. Ich habe vorher nicht gewusst, wie viele Stadtteilzentren und Nachbarschaftsheime es gibt, Häuser und so weiter. Erst durch das Checken habe ich gemerkt, mein Gott, so viele Häuser gibt es hier in Berlin. Ich bin durch ganz Berlin gefahren. Patrick Marx gebärdet. Taube Menschen sind willkommen geheißen worden. Dankeschön, Applaus an euch. Jansel Kiesel-Tepe, Senatorin für Integration, Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Vielfalt und Antidiskriminierung, am Redepult. Sie hat lange dunkle Locken. Das Projekt Stadtteilzentrum inklusiv ist ein wichtiger Baustein für ein inklusives Berlin. Und deshalb feiern wir heute auch 6 Jahre. Das freut mich auch sehr, weil dieses Projekt die Inklusion in die Stadtteilzentren hineinträgt und die Nachbarschaft sensibilisiert. Deshalb lassen Sie uns heute auch gemeinsam feiern. Frau Kiesel-Tepe überreicht Zertifikate an VertreterInnen von 14 Stadtteilzentren. Auf dem Weg zur Bühne macht Patrick Marx mit allen einen Faustgruß. Die PreisträgerInnen stehen für ein Gruppenfoto auf der Bühne zusammen. Lena Hoffmann, Projektmitarbeiterin Stadtteilzentrum inklusiv, am Redepult. Sie trägt ihr langes braunes Haar zum Pferdeschwanz. Alle, die hier sitzen, haben in irgendeiner Weise dieses Projekt mitgetragen, mitgestaltet und zu dem Erfolg beigetragen. Im Publikum werden verschiedene Trommeln verteilt. Vorn steht Ricarda Rabe. Ich kann gehen! Es läuft! Von Drum Circle Berlin. Super! Fast alle Gäste machen mit. Yeah. Ricarda Rabe hat kurzes graues Haar und eine Brille. Applaudiert sie! Alle halten inne. Eins, zwei, drei, vier und... Patrick Marx lässt eine Konfettikanone knallen. Er und Stefanie Wien zwinken. Tschüss. Jetzt gibt's Essen. Guten Appetit. Im Foyer ist ein Buffet aufgebaut. 3 Frauen betrachten ein Zertifikat.
Doris Grund, Expertin in eigener Sache, mit kurzem weißen Haar und Brille. Also heute war das prima, 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 kann man nicht mehr kann. Prima, mit den Trommeln so gut, die Batze da, wo sie ausgestellt wurden, prima. Also war schön heute, kann man nicht meckern, ist, kommt mit Liebe hier rüber. Das Stadtteilzentrum ist wie so eine Mutter, so herzhaft, so lieb. Gäste stehen zusammen und unterhalten sich. Einige halten Sektgläser. Eine Frau hält ihr Zertifikat lächelnd im Arm. Patrick Marx spricht mit BesucherInnen. Silja Korn, Expertin in eigener Sache und Künstlerin. Sie ist blind. Ich war so erstaunt, dass es so viele Möglichkeiten heute gab, dass jeder Mensch mitgenommen worden ist, ob er blind ist, ob er gehörlos ist oder ob er im Rollstuhl sitzt oder ob er die gleiche Sprache braucht. Also jeder kam eigentlich, wurde eigentlich ernst genommen und es hat mir sehr gut gefallen. Silja Korn im Gespräch mit einem Dunkelhaarigen. Die Gäste tauschen sich angeregt aus. Maria Oswald umarmt zum Abschied einen Großen mit Rucksack und Fahrradhelm. Das Bild wird weiß. In blauer Schrift: Wir gratulieren allen 36 Stadtteilzentren und Selbsthilfekontaktstellen zu der erfolgreichen Teilnahme am Projekt. Aktuelle Informationen zum Projekt finden Sie unter www.stz-inklusiv.de. Übersicht aller am Projekt teilgenommenen Stadtteilzentren und Selbsthilfekontaktstellen 2018 bis 2024. Charlottenburg-Wilmersdorf, interkulturelles Stadtteilzentrum, Nachbarschaftszentrum Divan e.V. Stadtteilzentrum Charlottenburg-Nord, Stadtteilverein Tiergarten e.V. Stadtteilzentrum Käthe-Tresenreuther-Haus, Sozialwerk Berlin e.V. Friedrichshain-Kreuzberg, Nachbarschaftshaus Urbanstraße, Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V. Stadtteilzentrum Familiengarten, Kotti e.V. Pauline, Stadtteilzentrum Friedrichshain, Volkssolidarität Landesverband Berlin e.V. Lichtenberg-Hohenschönhausen, Nachbarschaftshaus im Ostseeviertel, Verein für aktive Vielfalt e.V. Stadtteilzentrum Campus Hedwig, Sozdia Stiftung Berlin, gemeinsam Leben gestalten. Marzahn-Hellersdorf, Kompass, Haus im Stadtteil, FIP e.V. und Club 74, Nachbarschaftszentrum Hellersdorf e.V. Stadtteilzentrum Nachbarschaftshaus, Kiek-In, Kiek-In Soziale Dienste GmbH. Selbsthilfe-Kontaktstelle Marzahn-Hellersdorf, Wuhletal, Psychosoziales Zentrum GmbH. Stadtteilzentrum Marzahn-Mitte, Volkssolidarität Landesverband Berlin e.V. Mitte, Kreativhaus, FIP e.V. Stadtschloss Moabit, Nachbarschaftshaus, Moabiter Ratschlag e.V. Stadtteilzentrum Nachbarschaftsetage, Fabrik Osloer Straße e.V. Zukunftshaus Wedding, Paul-Gerhardt-Stift Soziales GmbH. Selbsthilfekontaktstelle Mitte, Stadtrand GmbH. Neukölln, Nachbarschaftstreff Waschhauscafé, Selbsthilfe- und Stadtteilzentrum Neukölln Süd e.V. Bürgerzentrum Neukölln, Bürgerzentrum Neukölln GmbH. Nachbarschaftshaus am Körnerpark, Nachbarschaftsheim Neukölln e.V. Pankow, Nachbarschaftszentrum Amtshaus Buchholz, Bürgerhaus Büha GmbH. Stadtteilzentrum Pankow, Bürgerhaus Büha GmbH. Stadtteilzentrum Prenzlauer Berg, Pfefferwerk Stadtkultur GmbH. Stadtteilzentrum Weißensee, Freizeithaus e.V. Selbsthilfe- und Stadtteilzentrum Buch, Albatros Gemeinnützige Gesellschaft für soziale und gesundheitliche Dienstleistungen MbH. Reinickendorf, Stadtteilzentrum Haus am See, Lebenswelt GmbH. Spandau, Stadtteilzentrum Siemensstadt, Sozialkulturelle Netzwerke Casa e.V. Selbsthilfetreffpunkt Mauerritze, Sozialkulturelle Netzwerke Casa e.V. Nachbarschaftszentrum Paul-Schneider-Haus, Lutherkirchengemeinde in Zusammenarbeit mit dem Gemeinwesenverein Haselhorst e.V. Steglitz-Zehlendorf, Gutshaus Lichterfelde, Stadtteilzentrum Steglitz e.V. Stadtteilzentrum Villa Mittelhof, Mittelhof e.V. Nachbarschaftshaus Lilienthal, Stadtteilzentrum Südost, Mittelhof e.V. Tempelhof Schöneberg, Lernwerkstatt Familienküche, Tex e.V. Stadtteilzentrum in der Uferfabrik, Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum, NUSZ, in der Uferfabrik e.V. Treptow-Köpenick, Nachbarschaftshaus Rabenhaus, Rabenhaus e.V. Nachbarschaftshaus Villa Offensiv,
Offensiv 91 e.V. Wir danken der Lotto-Stiftung Berlin und der Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung für die Förderung des Projektes Stadtteilzentren inklusiv. Video von Sinfonia. Kontakt@sinfonia.com